Hallo, ich bin Christian Weißwanger von Duve 3D. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man im Polyvox Modeler eine Flächenrückführung macht. Bei einer Flächenrückführung wird aus den Daten eines gescannten Modells ein CAD-Modell erzeugt. Eine Flächenrückführung findet ihre Anwendung bei Freiformflächen. Wir haben hier das Segment eines Umformwerkzeuges, welches hauptsächlich aus Freiformflächen besteht. Als Grundlage muss dieses Bauteil digitalisiert werden. Dazu verwende ich beispielsweise einen 3D-Scanner von Creaform. Es handelt sich hierbei um den Metra-Scan. Dieser wird über Targets von einem Dual-Kamera-Sensor erfasst und getrackt. Zusätzliche Targets am Messtisch ermöglichen eine dynamische Referenzierung. Dabei wird der Scanvorgang selbst bei einer Erschütterung nicht beeinträchtigt. Über ein Plugin verbinde ich mich direkt zum 3D-Scanner und kann auch schon damit beginnen zu scannen. Nachdem ich das Bauteil komplett erfasst habe, schließe ich den Scan ab und das Programm generiert aus den Scandaten ein Polygonmodell, das direkt in Polyvox geöffnet wird. Bevor ich mit der Flächenrückführung beginne, habe ich nur noch die Möglichkeit, das Polygonmodell zu optimieren. Als erstes lösche ich die überflüssigen Daten des Messtisches. Wie man hier sehen kann, gibt es noch einige offene Stellen am Modell. Diese könnte man jetzt einfach mit einem erneuten Scan schließen. Polyvox bietet aber auch eine Lochschließfunktion, mit der man die offenen Bereiche krümmungsbasiert schließen kann. Zudem gibt es die Möglichkeit, das Polygonmodell noch zu glätten oder zu filtern. Vor einer Flächenrückführung empfiehlt es sich, die digitalisierten Bauteilkanten durch theoretische scharfe Kanten zu ersetzen. In Polyvox kann man dazu Kantenkurven extrahieren und diese in das Polygonmodell einfügen. Dieses Polygonmodell könnte man jetzt schon zur Visualisierung oder für Simulation nutzen. Außerdem kann es als Grundlage für Rapid Prototyping bzw. zum Fräsen genutzt werden. Um nun zu einem CAD-Modell zu kommen, muss man parametrisierte Flächen erzeugen. Dies sind in Polyvox NURBS-Flächen, die über Kurven erzeugt werden. Diese Kurven können manuell oder auch in einem automatischen bzw. halbautomatischen Modus generiert werden. Aus diesem Kurvennetzwerk werden NURBS-Flächen automatisch erzeugt und anschließend auf das Polygonmodell gefittet. Wie schon gesagt, gibt es in Polyvox auch einen automatischen Modus zur Kurvenextraktion. Dieser bietet oft schon recht brauchbare Ergebnisse. Die offenen Bereiche kann man nachträglich noch manuell bearbeiten. Nachdem man die NURBS-Flächen auf das Polygonmodell gefittet hat, erhält man ein CAD-Modell. Dieses kann man im Step- oder IGES-Format exportieren. Für manche Bauteile ist es einfacher, die Flächenrückführung nicht über NURBS-Flächen, sondern über Schnitte aufzubauen. Dies entspricht der 2D-Zeichnungserstellung wie in der Konstruktion. Dabei werden geometrische Elemente wie Linien, Bögen oder Kurven abgeleitet.
Aber dazu nächstes Mal mehr.